Muschenried. Eine kleine Feuerwehr ist mit Spaß bei der Sache. Ende 2019, Anfang 2020 war bei der Gruppe die meiste Motivation jemals spürbar. Ein Großteil der Gruppe hatte in diesem Jahr den Bezirksentscheid des Bundeswettbewerbs erreicht. Und auch die anderen waren komplett im Abzeichenfieber. Zusätzlich war auch der Gruppenzusammenhalt neben den Abzeichen nicht zu vernachlässigen. Regelmäßige Spieleabende und als besonderes Highlight die Übernachtung im Feuerwehrhaus formten die Gruppe zu einer wahren Einheit. Und dann kam halt Corona und ein halbes Jahr Lockdown. Uns wurde sozusagen der Stecker gezogen. Wir mit uns! Für mich war es wichtig, dass der Kontakt zu der Gruppe nicht verloren geht und Jugendfeuerwehr auch weiterhin aktiv bleibt. Ich habe mir nach 14 Tagen Zwangspause als Ziel gesetzt, Motivation hochhalten, alle Jugendlichen bis nach Corona halten. Ich habe das Projekt Hashtag JFE-Muscheriert daheim gestartet und erstmal Tests und dazugehörige Erklärvideos für mehr Gruppen erstellt. Das ist dann ganz gut angekommen und darum haben wir das mehrere Monate so weitergemacht. Irgendwann ist dann festgestanden, alle Abzeichen sind abgesagt. Und dann ist ohne auf die Idee gekommen, machen wir doch unser eigenes Abzeichen. Als Corona-Abzeichen hat mir das Gefühl gegeben, dass nicht alle Übungen für andere Wettbewerbe umsonst waren. Für das Abzeichen haben wir verschiedene Kriterien, vor allem zur digitalen Ausbildung, erfüllen müssen. Unsere Jugendwartin hat das Abzeichen selbst entworfen und wir haben es dann sozusagen als Weihnachtsgeschenk überreicht gekriegt. Aber nicht nur das, wir haben auch Alternativen für die allgemeine Jugendarbeit gefunden. Zuerst haben wir digitale Rätsel gespielt, wie zum Beispiel, wer oder was ist es? Später haben wir einen eigenen Discord-Server gegründet. Also das da ist unser Discord-Server, sieht man da. Auf den haben wir immer richtig viel Spaß gehabt und haben uns zum Beispiel am Freitag auf noch getroffen und haben Spiele gespielt. Wo spielen wir eigentlich heute? Wer war's bitte? Ja, ist gut. Auch der Dezember war ganz besonders für uns. Mit dem Jugendfeuerwehr-Adventskalender haben wir uns eine große Freude gemacht. 2021 sind wir nur digitaler und kreativer geworden. Also ich habe eben unserer Jugendwartin vorgeschlagen, das Test am Papier schreiben durch ein Online-Quiz mit Wettkampfmodus zu ersetzen quasi. Das macht die Kinder, darf ich jetzt so sagen, mehr Spaß und der Kontakt wird durch das gegenseitige Betteln aufrecht gehalten. Es war ja Corona, man hat es nicht sehen dürfen, war Ausgangssperre und dann ist eben die Suche nach dem Jugendfeuerwehr-Quiz-Champion entstanden. Mit dem Kinderfasching für daheim haben wir allen Kindern von Muscheriert und Haar eine gescheite Frage gemacht. Jeder hat so eine Geschenktüte gekriegt. Da waren zum Beispiel unser selber gemachter Faschingsorden, Masken zum selber basteln und Mandalas zum Ausmalen und viel mehr drin. Außerdem haben wir uns als Jugendfeuerwehr gedacht, wir könnten eine Maskenprämierung in Corona-Zeiten online machen. Die Kinder haben sich gefreut und haben uns einige Fotos vor sich geschickt. Online haben wir dann abgestimmt und den Sieger festgelegt. Die ersten drei haben auch Urkunden und ein kleines Geschenk gekriegt. Aber wir haben nicht nur die Motivation hochgehalten, sondern auch neu digital aufgenommen. Anstatt einer Vorstellungsrunde, wo wir sonst immer im Stuhlkreis gesessen sind, haben wir diesmal ein Vorstellungsvideo gemacht. Dass die Nähe auch was lernen haben können, aber vor allem auch auf Wunsch von der Gruppe, habe ich dann ab Ostern Ausbildung über MS Teams gemacht. Wir sind 2021 während Corona nahe in die Jugendfeuerwehr zugekommen und fanden es sehr schön, dass uns alle so nett abgenommen haben. Es hat uns richtig Spaß gemacht, beim Online-Quiz mitzumachen und über Teams zu lernen. Und dann, wenn man sich wieder treffen hat dürfen, waren wir da alle mit Motivation und Vollgas dabei. Und da ich ja schon 18 bin und die Jugendfeuerwehrzeit schon hinter mir habe, eigentlich war ich als Trainer bei der Ausbildung eben mit dabei. Aber wie gesagt, eigentlich ist man bei uns nie aus der Jugendfeuerwehrzeit errassen. Wenn es einem taugt, dann kann man immer wieder mitmachen. Ich bin extrem dankbar, so tolle Jugendgruppen zu haben. Sie haben meine Ideen und Vorschläge umgesetzt und die Zeit ganz besonders und unvergesslich gemacht. Was am schönsten war, nach und nach sind auch meine Mädels und Jungs immer kreativer geworden. Ich war wirklich jedes Mal überrascht, wo aus so einer kleinen Idee alles entstehen kann. Das Projekt JFW Muscheriert daheim und alle damit verbundenen Aktionen ist und war ein voller Erfolg. Wir gratulieren der Freiwilligen Feuerwehr Muschenried zum zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch!